It's early in the morning. I'm laughing at the sun. My mirror disappoints me. Say, am I the only one? Oh, I need, 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 oh, I need. It's you smiling at me, oh, I need, oh, I need, oh, I need, oh, I need, oh, I need. It's life, love with you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schön, dass Sie alle gekommen sind, um mit uns gemeinsam ein wenig Rückschau zu halten. Eine ergreifende Friedlichkeit entsteht bei so vielen Menschen. Und der Friede ist der Sinn des Lebens. Und das Leben ist der Sinn für die Menschlichkeit. Falls wir uns jemals im Leben irgendwo wiedersehen sollten, tun wir bitte so, als hätte das hier nie stattgefunden. Die Uniform passt ihr wie am ersten Tag so angegossen. Ich bin stolz auf mich, mein Herr Gerichtspräsident. Der Illegale sieht womöglich ein wenig eng, aber die Methode ist todsicher. Weshalb bin ich nicht gestorben? Es wäre besser gewesen. Kleine punkige Straßenratte in der Ebene, ja? Und weißt du, was die zu mir gesagt hat? Ich sei eine rassistische Furze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wir waren so stolz, nominiert zu sein. Aber da muss man das Stück eben auch noch spielen während der Privattheatertage. Und ja, so ein Bühnenbild in ein anderes Theater zu quetschen, ist eine Aufgabe. Und das dann noch mit Leben zu füllen. Aber der Applaus, der war vielleicht einer der schönsten Applause, die ich je bekommen habe. Und erkläre dieses Parlament für aufgelöst. Was? Was gestern Abend sehr interessant war und heute Abend auch, ich habe so das Gefühl, als wenn das Publikum mit einer anderen Konzentration auch in die Theaterstücke geht. Und man sagt ja immer, als Schauspieler, wenn du auf der Bühne stehst, die Konzentration ergibt sich aus beiden Seiten, von beiden Seiten, von der Bühne und auch vom Publikum. Man versucht immer eine Einheit zu bilden. Man versucht ja immer auch als Schauspieler, auf der Bühne das Publikum zu gewinnen. Was treibt dich, auf eine Verurteilung gegen ihn zu bestehen? Ruf mich her. Es hat mich meine Frau gekostet. Ich glaube, die Aufgabe des Theaters ist, Zuschauer zu unterhalten und zum Denken anzuregen. Wenn dabei auch noch die Leute lachen, umso besser. Denn Lachen ist gesund, Lachen macht vieles einfacher und lässt auch diesen etwas verhärteten Blick auf Dinge aufweichen. Ist alles in Ordnung? Super, ich bin momentan in einer Phase von sehr starker positiver Energie. Hey, das ist doch klasse. Wie kommt's? Mein Analytiker ist tot. Was? Qualität ist das, was wir suchen. Was wir einladen wollen. Dazu gehört festzustellen, ob das, was wir gesehen haben, in sich ein rundes Bild ergibt. Ob die Inszenierung zum Stück passt, ob die Schauspieler zur Inszenierung passen, ob die Schauspieler untereinander zusammenpassen. Wieso nehmen Sie an, dass die Dame will, was Sie nicht wollen? Das Zweideutige kommt von Ihnen. Hä? Sie halten sich für einen Frauenkenner, weil Sie jeder Frau gegenüber jedes Mal denselben Fehler machen. Weiter! Es liegt an Ihnen, wenn sie nicht geht. Also! Wichtig ist ja bei
dieser Leistungsschau der Privattheater, dass die Leistungen nicht stagnieren. Und ich finde, dass es dieses Jahr ein ganz besonders hervorragendes Festival ist. Wir werden ja weniger an den Zuschauerzahlen gemessen, die zum Teil übrigens auch an der Ausrichtung an kleineren Bühnen oder damit zu tun haben, dass wir auch mehrere kleine Bühnen dabei haben. Wichtiger ist, glaube ich, dass die Faszination, die Kraft, die Energie, die Leistung dessen, was Privattheater Deutschland zu bieten hat. Wir sprechen Sie nicht zuerst an, auf gar keinen Fall.